Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shelly Stevens von shellystevens.com, wo wir Ihnen beibringen, wie Sie online coachen, trainieren und präsentieren und wie Sie Ihre virtuellen Programme effektiv vermarkten. In diesem heutigen Video-Blog-Beitrag geht es genau um dieses Thema, Video-Blog-Beiträge. Es geht vor allem um einen beziehungsfördernden Video-Blog und wie Sie diese schnell und effektiv aufbauen können. Eine der häufigsten falschen Vorstellungen, die ich immer wieder höre, wenn ich mit Menschen zusammentreffe, die darüber nachdenken, online zu arbeiten, ihre Dienstleistungen online zu erbringen, ist, dass man sich zuerst offline, eben vor Ort, live und persönlich sich treffen muss, beispielsweise mit Interessenten, mit Coaching-Klienten oder Trainingsteilnehmern, bevor man online arbeiten kann, weil man hat so die Idee, man muss erst offline Vertrauen aufbauen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, warum man auf diesen Gedanken kommt. Also wenn man selber keine eigene Referenzerfahrung hat mit diesem Thema, wo man ein positives Erlebnis gehabt hat mit Beziehungsaufbau im virtuellen Raum, dann könnte man auch schnell auf diese Idee kommen. Heute möchte ich Ihnen sagen, dass meine Erfahrung eine ganz andere ist. Ich erlebe nämlich, dass Interessenten zu mir kommen in das erste Kennenlernengespräch und schon beim Anschreiben duzen sie mich, weil sie das Gefühl haben, mich bereits schon lange zu kennen. Oder auch neue Kunden, die zu mir in meine virtuelle Räume kommen, egal ob Trainings oder in den Coaching-Kontext, dann man merkt, sie fühlen sich mir einfach nahe, also als würden sie mich bereits kennen. Aber woher kommt dieses Phänomen? Und wenn ich sie frage, woher kommt dieses Gefühl, dann berichten sie mir, ja, ich habe schon viele Stunden bereits mit Ihnen online verbracht. Nämlich indem ich stundenlang Ihre Webinaraufzeichnungen angesehen habe als Videos oder indem Sie meine Videoblogs angeschaut haben. Und da stelle ich fest, dass Sie bereits ein Gefühl entwickelt haben von meiner Persönlichkeit, von meinem Charakter, dass Sie sich ein Bild machen konnten über meine Kompetenzen und wo die Art und Weise, wie ich arbeite und was ich anbiete, auf Ihre Bedürfnisse trifft. Und Sie haben bereits eine Meinung entwickelt darüber, ob Sie mich vertrauen könnten und ob wir zusammenpassen für eine mögliche Zusammenarbeit. Und das ist natürlich sehr schön, denn ich war ja gar nicht dabei, als diese Beziehung zwischen uns quasi entstanden ist. Es kann sein, dass Sie das mitten in der Nacht angeschaut haben. Ich habe oben geschlafen oder ich war draußen in der Früh am Joggen, am Sport machen und Sie haben diese Videos angeschaut. Das heißt, ich war wirklich zeitlich gar nicht dabei, sozusagen. Also wir waren so im asynchronen Bereich. Ich möchte natürlich, dass Sie diesen gleichen Effekt erzielen können, dieses Kennen, Mögen, Vertrauen-Effekt im Online-Bereich, im virtuellen Raum, um Ihre Beziehung zu fördern. Und ich habe gedacht, deswegen zeige ich Ihnen meine Vlog-Formel, die Sie auch folgen können. Aber ein wichtiger Hinweis vorweg. Es geht darum zu fokussieren. Also, Sie haben ganz viel Wissen, ganz viel Expertise, ganz viel Know-how, ich auch. Und man tendiert dazu in jedem Blogbeitrag oder Videobeitrag, dass man alles sagt, was man überhaupt weiß. Ich habe mich fokussiert in diesem Video auf den Aufbau und auf den Inhalt von einem guten beziehungsfördernden Videoblog. Ich hätte genauso gut auch noch über das Licht und über den Ton sprechen können, die Art und Weise, wie man das Ganze auf YouTube bringt und die Technologien, die man braucht. Nein, ich fokussiere nur auf das eine Thema. Das sollten Sie auch tun und halten Sie sich dabei möglichst kurz. Ein guter Standard für die Industrie heißt, 2 bis 3 Minuten bringen die Menschen Aufmerksamkeit für einen Videoblog. Das ist natürlich optimal. Ich bin sehr detailorientiert und ich quatsche sehr, sehr gerne und daher geraten meine Videos in Richtung 8 bis 10 Minuten. Das ist nicht toll, Sie müssen das nicht nachmachen, aber es gibt einen Grund dafür, nämlich
ich mache nur einen einzigen Durchgang. Was ist, ist und ich nehme das. Und ich mache auch keine nachträgliche Bearbeitung oder Schneiden aus wirtschaftlichen Gründen, weil ich einfach denke, der Aufwand lohnt sich in dem Fall nicht für einen Videoblog. So, tun Sie, wie ich es sage und nicht, wie ich es tue. Schlecht, gell? Ich bin eine ziemlich schlechte Mutter in dem Fall, aber Sie sind ja keine Kinder, deswegen kann ich das sagen. Okay, also halten Sie sich kurz. So, jetzt geht's los für meine Formel. Formel Nummer 1, oder beziehungsweise Teil 1 von meiner Formel heißt Pacing. Pacing kennen Sie aus dem Coaching und vielleicht aus dem Trainingsbereich. Wir möchten unser Coachee und unser Trainingsteilnehmer dort abholen, wo er oder sie sich gerade befindet. Emotional, in seinem Anliegen, in seiner Aktualität. Und genau ist das Gleiche bei Ihrem Videoblog. Sprechen Sie die Herausforderungen an, die Ihre Zuschauer gerade begegnet und mit positiven Lösungen begegnen möchte. Sprechen Sie die Probleme an, die Ihr Zuschauer gelöst haben möchten oder die Wünsche und Ziele, die Sie anstreben. Ja? Holen Sie sie dort genau ab, okay, mit einem einleitenden Paragraphen. Dann, wenn Sie das gemacht haben, und dafür müssen Sie Ihre Zielgruppe und Ihre Probleme oder beziehungsweise Wünsche gut kennen, dann gehen Sie in Richtung Horizont. Ja? Horizont. Das heißt, zeigen Sie ein Bild, machen Sie ein Bild auf von einer rosigen Zukunft, und in dieser Zukunft ist der Zuschauer seinem gewünschten Ergebnis näher gekommen. Und schaffen Sie dabei auch Zuversicht, dass das möglich ist. Das ist Teil 2 von Ihrem Videoblogbeitrag. Teil 3 heißt Überlegung. Was ist das? Also jeder von uns hat einen inneren Kritiker, der schon, wenn er irgendwas hört, sofort beginnt, Einwände zu finden, Gründe zu finden, warum man das nicht zuhören sollte, warum das gar nicht geht und so weiter. Nehmen Sie das nicht persönlich, wir haben alle diesen inneren Kritiker, und stattdessen kommen Sie mit Ihren eigenen Warnungen und Hinweisen und zeigen Sie mögliche Fallen und Stolpersteine auf, die im Weg stehen könnten. Seien Sie offen und sprechen Sie diese Aspekte an. Und geben Sie dem inneren Kritiker Futter, was Sie überlegen an dieser Stelle. Das wäre ganz gut. Es ebnet den Weg für die nächsten Sachen, nämlich die Lösungen. Und das ist Teil 4 von unserer Formel Lösungen. So, jetzt kommen Sie, und was auch immer das Problem am Anfang war oder das Ziel, jetzt kommen Sie mit Ihren Lösungen, wie das Problem gelöst werden kann, beziehungsweise wie das Ziel erreicht werden kann. Und mein Tipp an Sie ist, geben Sie 3. 3 reichen für einen Videoblogbeitrag. Manchmal werden Sie nicht umgehen können, 5 oder 7 Schritte, Strategien, Empfehlungen oder Tipps zu geben an der Stelle. Aber 3 ist natürlich optimal. Okay, dann kommen wir zum Teil 5. Nämlich, wir sind am Ende quasi von dem Artikel, von dem Blogbeitrag oder Videobeitrag angekommen. Jetzt geht es nur darum, das Ganze zusammenzufassen und rund zu machen. Also da sollten Sie an der Stelle einen Rückschluss oder Zusammenfassung schreiben. 1, 2 Sätze reichen, was Sie auch dann später aussprechen, weil Ihr Text dient quasi als Skript, wo Sie auch immer spicken können. Das ist ganz gut. Und dort wäre es gut natürlich, wenn Sie dieses Horizont, diese rosige Zukunft zusammenbringen mit Ihren Lösungen. Ja, dass Sie zeigen, okay, wenn Sie diese Wege gehen, dann werden Sie an diesem Horizont quasi gelangen. Das ist ganz gut. Dann Teil 6, das ist optional. Sie können Ihren Zuschauern eine Aufgabe geben. Ich mache das ganz gerne, weil ich finde, es sollte eine gewisse Transferleistung stattfinden. Ich gebe eine kleine Aufgabe, was mit dem Blogbeitrag oder Videoblogbeitrag zu tun hat. Und somit können die Zuschauer selber prüfen, ausprobieren und testen, ob das, was ich sage, für sie passend ist, für sie in ihrem Leben relevant ist, in ihrem Business relevant ist. Ja? Und dann können sie sagen, okay, das passt oder das passt nicht. Sie kommen somit auf die Handlungsebene, was ich sehr gut finde, aber das ist für sie optional. Aber was Sie auf keinen Fall auslassen sollte, ist den letzten Teil, nämlich Teil 7. Es geht um eine Aufforderung. Am Ende von einem Video kommt dieses Gefühl auf, ja, was jetzt, ja? Sie sollten Ihren Zuschauern sagen, was Sie als nächstes tun sollten, könnten. Ja? Machen Sie da einen Vorschlag. Möchten Sie, dass Sie auf Ihre Website gehen?
Oder möchten Sie, dass Sie das nächste Video in einer Trainingsserie anschauen? Dann sagen Sie das ganz klar und deutlich und geben Sie den nächsten Schritt für den Zuschauer. Der wird Ihnen sehr dankbar sein. Okay? Das war es. Dann sagen Sie auf Wiedersehen und dann sind Sie fertig. Aber ich schließe jetzt einfach nach meinen Lösungen. Das waren meine Schritte, waren ja Lösungen für Sie. Schließe ich das ab und sage, dieser Begriff näher statt ferne hat eine ganz neue Bedeutung dadurch bekommen, dass man nicht nur online zeitsynchron miteinander arbeiten kann, sondern jetzt durch diese zeitversetzte Videos kommt diese Komponente Zeit hinzu. Also wir können sogar Beziehungen aufbauen, zeitversetzt, und das sehr gut. Und meine wichtigste Botschaft für Sie, was Sie mitnehmen sollen, ist, online zusammenarbeiten oder virtueller Beziehungsaufbau ist nicht hinderlich. Sie sind dort nicht im Nachteil, sondern Sie können, wenn Sie wissen, wie das eingesetzt werden kann, über viele Wege hinweg Ihre Beziehungen stärken und fördern mit diesen Methoden. Und das, egal ob jemand in der Phase ist, wo er bald zu Ihnen kommen wird in Ihr Training oder Coaching oder was auch immer Sie machen für Ihr Geschäft, oder ob Sie schon bereits sehr lange mit Ihnen zusammenarbeiten und zwischendurch von Ihnen eine Meldung bekommen über diesen Weg. Also gehen Sie diesen Weg, es wird Ihnen gute Beziehungen scheren. Da bin ich von überzeugt. Was wollte ich noch sagen? Genau, ich möchte Sie wohin schicken. Und zwar, ich habe das heutige Video gedreht mit Easy Video Suite. Vielleicht arbeiten Sie mit YouTube, mit der Webcam-Aufnahme. Aber Sie werden andere Tools brauchen, um einen guten Videoblog zu machen. Deswegen besuchen Sie doch gerne, ich würde mich freuen, shellyastevens.com. Dort können Sie meinen kostenlosen Bericht herunterladen. Das heißt Shelly's Top 10 Ressourcen und Tools für virtuelles Coaching, Training und Presenting. Und dort finden Sie jede Menge Online-Werkzeuge, die Sie nutzen können, um ein tolles Videoblog zu gestalten und auf die Beine zu stellen. Und um Ihre Aufgabe zu erledigen, Ihre Aufgabe ist nämlich, drehen Sie dieses Video und senden Sie mir das an info@shellyastevens.com, weil ich würde Ihnen gerne Feedback geben zu dem Video, was Sie gedreht haben. Machen Sie das, ja? Also erstmal dieses Dokument herunterladen und dann drehen Sie Ihr eigenes Video und senden Sie es an mir. Und wenn Sie sich für meinen Bericht angemeldet haben, kriegen Sie automatisch ein Abonnement zu meinem E-Newsletter und werden auf dem Laufenden gehalten über weitere Videoblogs, die ich drehe. Zusätzlich zu alles andere, was ich empfehle, Klientenberichte und so weiter. Ganz viele spannende Sachen, die für Sie so vielleicht nützlich sein könnten. Ich bin mir sicher sogar, dass die für Sie nützlich sind. Also ich kann es kaum erwarten, Sie wieder online zu sehen. Und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschüss.